Ja, mein Name ist Max-Josef Fahn. Ich promoviere im Fach Physik. An meinem Studium in Physik fasziniert mich vor allem die Möglichkeit, auf neue Entdeckungen zu stoßen, die dann meiner Meinung nach einfach mal unser Weltbild revolutionieren können. Das Wort Elite-Studiengang hört sich erstmal ein bisschen abschreckend vielleicht an, aber ich habe es tatsächlich ganz anders wahrgenommen. Auf den verschiedenen Angeboten trifft man immer wieder Studis, die einfach in ganz vielen Sachen interessiert sind, Lust haben, viel zu lernen, viel zu erfahren. Es ist einfach wirklich ein super schönes Miteinander. Durch das Elite-Netzwerk hatte ich dann die Möglichkeit, wirklich viele Sachen auszutesten. Es gibt zum Beispiel regelmäßig Soft-Skill-Seminare mit verschiedensten tollen Angeboten. Zum Beispiel auf der einen Seite fachliche Sachen, Presenting and Writing about your research, aber auch persönliche Sachen, zum Beispiel mit sich selbst befreundet sein, sich mal selbst klar werden, wie man seinen Selbstwert stärken kann. Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr viel persönlich mitgenommen und auch das sehr, sehr stark gespürt, wie von dem schüchternen Schüler quasi plötzlich ein Doktorand draus wurde, der jetzt einfach irgendwie international vernetzt ist und Forschung betreibt, sich jetzt auch traut, sich vorne hinzustellen, in großen Konferenzen irgendwo im Ausland wirklich einen Vortrag zu halten. Als Mitglied des Elite-Netzwerks Bayern konnte ich tatsächlich sehr, sehr viel Benefits rausziehen aus dem ganzen Programm, den ganzen Angeboten, die weit über mein Studium hinausgehen. Mir fällt da zum Beispiel einfach mal die Sprachkurse ein, die es da gab, die Möglichkeiten, Sprachkurse im Ausland zu machen, an verschiedensten wirklich tollen Institutionen. Bei uns im Elite-Studiengang ist vorgesehen, dass man während des Studiums im Bachelor und Master insgesamt 3 verschiedene Forschungsprojekte macht. Die kann man an irgendwelchen Instituten der Uni machen oder aber auch im Ausland, zum Beispiel an anderen Unis. Das Elite-Netzwerk Bayern, das unterstützt da tatsächlich dann auch sogar finanziell. Das Studium ändert sich vom Bachelor zum Master, zur Promotion. Aber was bleibt es? Ich weiß, ich kann immer wieder heimkommen zu diesen Seminaren, zu den Angeboten des Elite-Netzwerks. Und es ist wirklich eine schöne Erfahrung, dann da einfach gemeinsam zu sein und dann sich zu erzählen, was vielleicht so im letzten Jahr passiert ist. Und das ist wirklich ein Netzwerk, das fürs Leben bleibt.